Ich erkläre vielleicht mal kurz meinen Hintergrund und wie ich auch zu dem Mitgefühl gekommen bin. Und zwar ist es so, dass ich meine Ausbildung gemacht habe, eben als Psychologin in klinischer Psychologie in Großbritannien. In Großbritannien ist, glaube ich, ein Land, was man als sehr säkularisiert beschreiben kann. Und wir sehr wissenschaftlich erzogen werden in der klinischen Psychologie. Und ich habe damals viel in der Psychiatrie gearbeitet und mich dort auch recht wohl gefühlt, also sage ich mal recht sicher und kompetent in der Begleitung dieser Menschen. Ich kam dann aber während meiner Ausbildung, circa 10 Jahre jetzt her, in die Psychoonkologie und in das Palliativ-Setting und war damals mit meinen 25 Jahren doch überfordert mit diesem existenziellen Ängsten, mit auch großem Leid, wo ich sozusagen auch an die Grenzen der mir verfügbaren Psychotherapie kam. Also ich war überfordert und ohnmächtig und habe in meinen Psychologiebüchern nachgelesen, um zu schauen, was steht da drinne? Nichts. Dann bin ich zu meinen Supervisoren gegangen. Und leider, muss ich sagen, habe ich da auch nicht so viel Unterstützung bekommen. Und in meiner Not hat eine liebe Freundin, die mit mir gewohnt hat, also meine Mitbewohnerin, hat mir ein Buch geschenkt. Und zwar heißt es, Wenn alles auseinanderfällt, von Pema Chödron. Das ist eine buddhistische Nonne aus Amerika, die sehr alltagstauglich schreibt. Kennt jemand das Buch, Wenn alles auseinanderfällt? Ja, oder zusammenbricht, genau. Genau, kennen viele. Ich glaube, ehrlich gesagt, meine Freundin hat bis heute das Buch nicht gelesen und sie wusste auch gar nicht, was drinne steht. Aber ich glaube, sie hat den Titel gesehen, hat an mich gedacht und hat gedacht, ich glaube, der geht's nicht so gut. Also ich glaube, im Rückblickend habe ich wirklich da auch sehr gelitten unter dieser Hilflosigkeit. Und das Schöne war, als ich das Buch gelesen habe, zu hören, dass wenn ich mich dem Leid wirklich zuwende, also wirklich anstatt mich abzuwenden, dass dann aus dieser kreativen Hoffnungslosigkeit vielleicht auch was entstehen kann. Ja? Also dass man sozusagen sich der Angst zuwenden kann und dann Heilung entsteht, aber natürlich braucht es Mut dazu und vor allem Mitgefühl. Und das war mir damals Trost gespendet und Zuversicht. Es hat nicht mein Leid weggemacht, das zu lesen, aber es war ein Beginn einer Idee, da brauchst du noch was anderes und ich habe mich damals auch erinnert und finde es auch schön, mich jetzt wieder zu erinnern, dass ich einen wunderbaren Priester als katholischen Religionslehrer 9 Jahre lang hatte, der immer gesagt hat, Gott ist Liebe. Das hat er immer gesagt und ich habe damals, da war ich so 14, habe ich gesagt, ich würde gern Psychotherapeutin werden. Und er hat gesagt, oh nein, Christine, das ist keine gute Idee. Da verlierst du deinen Glauben. Und er ist leider schon von uns gegangen, das ist der Dr. Isidor Frank. Aber ich hoffe, heute in dem Vortrag ihm vielleicht beweisen zu können, dass wir heutzutage in der Psychotherapie wieder Liebe und Mitgefühl mit drin haben, dass es das ganz essentielle Stück ist, was uns hilft zu heilen. Ob das im Palliativ-Setting ist oder mit anderem emotionalen Leid. Weil das für mich eine Ressource war, also deshalb habe ich dann diese ganzen Trainings mit all diesen Leuten gemacht, für mich eine Ressource als Helfer, dass ich das auch für mich brauche, um überhaupt gut da zu sein für den anderen und auch mit schwierigem Leid sein zu können. Also, und dass das eben meine Kraftquelle ist, die man dann auch mit anderen teilen kann. Ich werde heute versuchen, ein bisschen auch in den Kopf mit Ihnen zu gehen, aber ich hoffe, wir bleiben immer so hier irgendwo dazwischen. So ein bisschen Kopf auch, aber nicht darüber hinaus abdriften. Wir sind immer schön geerdet. So ein bisschen Wissenschaft auch, weil es ist gerade sehr spannend. Und die Sprache unserer heutigen Zeit ist ja halt die wissenschaftliche. Wir glauben es nur, wenn es Fakten sind, nicht wahr? Also brauchen wir das auch ein bisschen. Jetzt nicht erschrecken, ich habe nicht das Thema verfehlt mit meinem nächsten Slide, sondern will einfach nur sagen, wann brauchen wir, also worauf fokussieren wir das Mitgefühl in der Psychologie und in der Psychotherapie? Und da gibt es ein Gefühl, was, wenn wir als Menschen starkes seelisches Leid empfinden, was häufig damit assoziiert ist. Und dieses Gefühl ist Scham. Und ich will gerade ein bisschen über Scham sprechen, weil sowohl Paul Gilbert als auch Christopher Germer sich wirklich diese Ansätze für Scham entwickelt haben. Und vielleicht Scham kann man fast definieren. Wir sind hier im Symposium des Heilens, des Ganzwerdens, und Scham ist fast das Gegenteil. Als Menschen haben wir oft, wenn irgendwas schief läuft in unserem Leben, wenn irgendwie wir eine Frustration erleben, das Gefühl, ungeliebt zu sein und, sage ich mal, nicht zur Gruppe dazu zu gehören. Also wie so dieses getrennte Selbst, von dem wir häufig sprechen. Und das, wenn wir genau hinschauen, unter dem seelischen, emotionalen Leid ist häufig so eine ganz menschliche Emotion, die wir eben verspüren. Also wenn wir uns vorstellen müssen, ich habe irgendwie einen Fehler gemacht, und ganz schnell wird aus diesem "Ich habe einen Fehler gemacht", "Ich bin ein schlimmer Mensch". Also eine Verurteilung unseres ganzen Wesens, und dadurch ziehen wir uns auch häufig zurück. Wir verstecken vielleicht auch Dinge, die wir getan haben, wir beschönigen sie, und wir fühlen uns oft sehr isoliert, obwohl wir eigentlich mit anderen zusammen sind. Sie sehen hier, das sind jetzt die englischen Schulmädchen in ihren Uniformen. Also dieses Gefühl vor allem, wenn wir wirklich beschämt werden, dass wir uns klein machen, als ob wir sind bloßgestellt, wir sind verletzbar, wir wollen wie so im Erdboden versinken. Und hier in dem Kontext ist es halt, wie wenn wir so gemobbt werden oder gedemütigt werden. Da stammen oft auch diese Schamgefühle her. Ist das allen so ein Begriff? Ist das dieses Gefühl des Beschämtseins, Nicht-Dazugehörens? Kennen wir, glaube ich, alle, oder? Kennt es jemand gar nicht? Das ist ja auch das Paradoxe. Wenn man sich dann mal umschaut, wenn man sich so isoliert fühlt in diesem Gefühl, wir kennen es ja alle, aber es ist so menschlich, ganz, ganz zutiefst menschlich. Und darunter liegt sozusagen das Bedürfnis, geliebt zu werden. Und Scham ist so eine Art Regulationsmechanismus, zu gucken, was könnten die anderen nicht an mir mögen, damit ich sozusagen wieder mich bemühen kann, so zu sein, damit sie mich mögen und ich dazugehöre. Ja? Also es hilft uns eben halt auch, uns anzupassen und zur Gruppe zu gehören. Aber wie gesagt, heutzutage haben wir, glaube ich, sehr hohe Erwartungen an uns und was wir alles, wie wir sein müssen, um in der Gesellschaft akzeptiert zu werden, um attraktiv zu sein, und wir sind sozusagen sehr schamanfällig. Und ich will kurz so ein bisschen sagen, warum Scham wichtig ist, auch in der Behandlung von psychischen Erkrankungen. Und zwar wissen wir, dass das der stärkste Prädiktor für Depressionen ist. Ja? Also wenn man so eine Meta-Analyse gemacht worden, das ist im Grunde dieses Gefühl, ich bin ein schlechter Mensch, ich bin ein schlimmer Mensch, ich bin minderwertig, keiner liebt mich. So. Und wir wissen auch, dass Menschen, die bereits psychische Störungen haben, je mehr Scham sie empfinden, umso mehr sind sie symptomatisch belastet. Und, das ist jetzt auch nicht überraschend, es ist natürlich wichtig, wer hat uns beschämt im Leben. Und wenn das eine Bezugsperson war im frühen Leben, Vater oder Mutter, von der wir natürlich geliebt werden wollen und Anerkennung bekommen wollen, dann sitzt es halt einfach tiefer. Und es scheint dann es scheint auch traumatisch zu sein und eben zu einem Vermeiden von unserem Erleben. Also alles, was Erleben im Sinne Körper spüren, Emotionen spüren, zu führen. Und das wiederum führt dann zu Depressionen und Angst. Das ist gerade ein sehr heißes Thema, sage ich mal, in der Psychologieforschung. Da gibt es einige Gruppen, die das erforschen. Also wie so eine Art transdiagnostischer Faktor Scham, der eben viel in unserem emotionalen Leid unterliegt und Angst und Depression fördern kann. Was machen wir vielleicht häufig, ist, wenn wir uns schämen, also bekennen tun wir es nicht, wir wollen es meistens verkriechen. Vielleicht erkennt der ein oder andere dieses Muster, dass wenn wir uns minderwertig fühlen, versuchen wir häufig, uns attraktiver zu machen. Das heißt, wir versuchen vielleicht zu streben nach Anerkennung, indem wir mehr arbeiten. Also wenn wir das Gefühl haben, Wir werden nicht anerkannt, dann versuchen wir auf der Arbeit, machen wir Überstunden, um zu hoffen, dass der Chef uns diese Anerkennung gibt, und arbeiten immer fleißiger in der Hoffnung, dass irgendeine Anerkennung kommt. Dann geht der Chef weg und dann kommt der Neue, und der hat ja nicht mitgekriegt, wie viele Überstunden wir gearbeitet haben. Dann kriegen wir keine Anerkennung. Also so ein bisschen diese Kompensation durch Streben aus einer Unsicherheit heraus, die ist, glaube ich, sehr verbreitet. Oder eben durch Äußerlichkeiten, dass wir dann unsere Attraktivität äußerlich steigern wollen oder Güter anhäufen, also Konsum, der uns ein Gefühl gibt, dass wir mehr wert sind. Ja? Paul Gilbert schreibt da sehr ausführlich darüber, wie das auch mit unserer Physiologie zu tun hat. Und es ist klar, dass das natürlich dauerhaft uns nicht nährt und dieses Gefühl nicht lindert von Scham. Und wichtig ist auch, wenn wir Scham erleben, in dem Moment, wenn es wirklich ein tiefes Schamgefühl da ist, dann kommen wir an diese Ressource von Liebe oder Wohlwollen kaum noch dran. Also gerade wenn wir das jetzt, vielleicht hat der ein oder andere gerade eine Erinnerung von einem Schamgefühl, das ist, dass wir so klein werden in unserem Erleben, dass der Beobachter, der in der Meditation ein Beobachter da ist, fast auch verschwindet. Ja? Das heißt, in so einem Moment müssen wir den Beobachter retten durch Mitgefühls- oder Selbstmitgefühlspraxis. Ich lade Sie ein, eine kleine Reflexion zu machen, und zwar zu gucken, wie ist es gerade so mit wie steht es mit Ihrem Mitgefühl mit sich selbst, gerade heute Abend. Einfach die Augen zu schließen, wenn Sie mögen. Und ich lade Sie ein, mal kurz daran zu denken, vielleicht eine Situation nicht so lange her, wo ein geliebter Mensch sich schlecht gefühlt hat, vielleicht weil er oder sie irgendwie eine Niederlage erlebt hat oder einen Verlust oder irgendwas schiefgelaufen. Und dann erinnern Sie sich nochmal, wie sind Sie mit diesem Menschen umgegangen in dem Moment? Was haben Sie gesagt, getan? Einfach nur neugierig zur Kenntnis nehmen. Und dann lösen Sie sich von dem Bild und halten die Augen aber noch geschlossen. Und dann denken Sie an eine Situation, wo es Ihnen selbst nicht gut ging, wo Sie sich so schlecht gefühlt haben, so dieses Gefühl von Scham, für mich irgendwie unzulänglich. Schauen Sie mal, wie sind Sie da mit sich selbst umgegangen? Wie haben Sie mit sich gesprochen? Was haben Sie vielleicht getan oder wollten Sie tun? Und das auch nur neugierig zur Kenntnis zu nehmen. Und dann löse sich auch von diesen Erinnerungen. Vielleicht indem Sie ein paar Mal tief ein- und ausatmen und öffnen die Augen dann wieder. Vielleicht gerade per Handzeichen. Wer hat einen Unterschied festgestellt, wie er mit den Mitmenschen umgegangen ist im Gegensatz zu sich selbst? Oh, das sind 80%, 90%. Ich rate mal, dass es die Mehrzahl wahrscheinlich ist leichter gefallen ist, mit dem anderen Menschen liebevoll umzugehen, als mit uns selber. Ja, bei wem war das der Fall? Leichter mit dem anderen liebevoll zu sein, als mit uns. Okay. Bei manchen ist es auch so, dass wir sind ja jetzt hier im Benediktushof, dass wir schon an uns gearbeitet haben, dass wir hoffentlich mit beide Richtungen schon liebevoll umgehen können. Manchmal ist es auch so, wenn wir mit uns selber nicht mehr gut liebevoll umgehen können, dass es dann auch irgendwann überschwappt auf das Gegenüber, dass wir dann auch kritisch werden mit anderen. Ja? Aber das ist so ein Phänomen, dass es leichter fällt, anderen gegenüber mitfühlend zu sein als uns selber. Die Frage ist, warum ist es so? Das ist schon so ein Phänomen. Häufig haben wir Erwartungen an uns selbst. Es ist ganz schwer, keine Erwartungen an uns selbst zu haben. Das heißt, implizit ist da immer so sollte es sein. Und dann vergleichen wir das eben, wenn was schiefgelaufen ist, mit dem, wie es ist. Und meistens ist da eine Diskrepanz und dann sind wir enttäuscht von uns. Und da habe ich so einen netten Slide hier. Ich hoffe, die können den sehen. Auch hinten. Ich weiß nicht, ob Sie den hinten sehen können. Oben ist die deine Pläne, das Fahrrad geht, also der Pfad geht schnurgerade nach oben, zur Zielgeraden, und unten ist des Universums Pläne für dich. Und das ist eher so ein Hürdenlauf mit gefährlichen Unwetter und sonst wie. Und einfach so, also diese Diskrepanz und dass wir halt häufig dann eben von uns selbst enttäuscht sind. Und dann, je nachdem, wie wir so gebaut sind, sage ich jetzt mal, dann halt auch in Bedrohungsgefühl verfallen. Was bedeutet es, wenn ich meinen eigenen Erwartungen an mich nicht gerecht werde? Was werde ich dann noch geliebt von den anderen? Ja, wenn ich nicht so, ja, nicht die guten Noten schreibe oder nicht den Job habe oder nicht so aussehe oder was auch immer. Wenn das Leben halt nicht so läuft, wie es geplant. Wenn ich krank werde, ja, können wir kaum beeinflussen. Aber selbst da geben wir uns dann manchmal selbst die Schuld und verfallen dann eben in so einen Bedrohungsmodus und beginnen häufig, ja, uns selbst fast wie zu bekämpfen. Und da wird eine sehr alte Physiologie aktiv, die viele von Ihnen kennen. Und zwar ist es, was macht unser Organismus, wenn wir uns bedroht fühlen? Er reagiert mit Kampf, Flucht und Erstarrung. Und es manifestiert sich ja dann meistens psychologisch in uns, vielleicht haben es einige gerade erlebt. Der Kampfimpuls wird so einem Selbstangriff. Wenn ich mich nur irgendwie genügend zusammenreißen könnte, dann wäre es halt irgendwann mal gut. Also man beschimpft sich selbst in der Hoffnung, dass man dieses Problem von einem selber dadurch irgendwann löst. Ja? Hat es irgendeiner erlebt? So ein bisschen selbst, so ein hartes Gefühl, hart und beschimpfen so. Aber wie gesagt, ganz normal, das sind wie so automatische Prozesse, die eben aktiv werden. Zweitens, man hat so einen Fluchtimpuls manchmal, dass man das Gefühl hat, eben ich schäme mich, ich will eigentlich nur noch im Boden versinken, ich will verschwinden, ich will, dass keiner mich sieht. Ich vermeide mein eigenes Erleben, manchmal sogar so weit, dass ich mich betäube mit Alkohol oder Essen oder allen möglichen anderen Dingen, Videospielen, Computerspiele. Und ich vermeide auch Beziehungen, ich vermeide in Kontakt zu sein und gesehen zu werden. Oder eben diese Erstarrungsreflex, kognitiv erkennt man den, dass gewisse Gedanken dann so ein bisschen wie im Hamsterrad hängen bleiben. Dieses typische Grübeln, oh, warum habe ich denn das gemacht, wie kann ich nur so blöd sein, was denken die anderen über mich? Und dann bleiben die Gedanken so hängen. Oder man hat tatsächlich so ein Gefühl von, wir nennen das klinisch Dissoziation, also so ein bisschen gar nicht mehr präsent zu sein in seinem Körper, in seinem Erleben, weil es zu schmerzhaft ist. Also dieses Selbstbild ist bedroht und damit immer die Bedrohung, nicht mehr geliebt zu sein, nicht mehr dazuzugehören. Also ganz normal, und der Chris Germer nennt diese Reaktion die unheilige Dreifaltigkeit. Kann man sich gut merken. Und der setzen wir dann was anderes entgegen. Und einfach schon mal da fängt es an, einfach zu sagen, wir Menschen sind so verdrahtet dafür, eben geliebt zu werden, und wenn das bedroht ist und wir glauben, es bedroht zu sein, dann passieren diese Prozesse automatisch. Und es ist nicht unsere Schuld. Also wir wollen nicht nochmal uns dafür tadeln, ja, dass das abläuft. Genau. Und manchmal laufen all diese Prozesse gleichzeitig ab. Das können wir Menschen, und dann führt es manchmal zu Verzweiflung und einer wahnsinnigen innerlichen Zerrissenheit und genau, verursacht ist eigentlich wirklich auch die Ursache von viel psychischem Leid. Also wenn wir Angst, Depressionen klinisch sehen, sind oft diese Prozesse eigentlich immer auch aktiv. Genau, und wichtig ist natürlich zu sagen, mit einem geliebten Menschen würden Sie wahrscheinlich nie so sprechen, wie Sie gerade mit sich selbst geredet haben. Also diese harte Selbstverurteilung, dieser Selbstangriff ist auch etwas, was in der therapeutischen Situation sehr wichtig ist, wo man dran arbeiten kann. Das ist auch Paul Gilberts Arbeit, viel Forschungsarbeit dazu. Und diese hasserfüllte Selbstverurteilung findet man eben in verschiedenen, ja, bei Menschen mit verschiedenen Symptomen, vor allem auch in der Depression. Und die geht meistens auch einher, es ist logisch, wenn man Selbsthass hat, dann fällt es einem meistens sehr schwer, sich selbst zu beruhigen. Also, und dann sind die Patienten meist, es gibt viel Forschung zu Essstörungen, wesentlich mehr belastet und genesen wesentlich schwerer. Und wie gesagt, man geht in der Psychotherapieforschung eben mehr zu diesen transdiagnostischen Prozessen, die zu erforschen. Und es ist einfach so spannend zu sehen, es gibt eine große Studie von 10.000 Leuten, die untersucht wurden, dass Grübeln und diese Selbstverurteilung eben auch mit die wichtigsten Faktoren sind, die Ängste und Depressionen aufrechterhalten. Und das sind ja Dinge, an denen wir auch arbeiten können. Die Achtsamkeitsmeditation, alle Meditationsarten arbeiten daran. Und wichtig ist, dass wir eben dieser Selbstverurteilung halt auch einen warmen, liebevollen Umgang mit uns selbst entgegensetzen. Genau, weil wir sind ja Gott sei Dank nicht nur diese Reptilgehirne mit dem Kampf-, Flucht- und Erstarrungsreflex, sondern auch Säugetiere. Und ich würde gern, das ist wirklich Paul Gilberts Arbeit, einfach sagen, Mitgefühl und Liebe oder unsere Kapazität für Mitgefühl basiert in unserem Säugetier, in der Säugetierphysiologie, in dieser Fürsorgementalität, die wir natürlich brauchen, um zu gedeihen. Ja? Die Brutpflege ist notwendig, damit wir Menschen nicht nur emotional uns entwickeln, sondern körperlich, intellektuell und sozial. Die ist überlebensnotwendig, dass wir Fürsorge empfangen. Sie kennen vielleicht alle von dem, ich glaube, das war der Friedrich II., diese Experimente, er wollte irgendwie Sprachentwicklung erforschen mit Babys und die wurden, glaube ich, nur gefüttert von den Hebammen und die meisten starben und die haben halt keine körperliche Zuwendung vor allem bekommen. Und dieses System, dieses Fürsorgesystem, das läuft vorwiegend über unseren Parasympathikus. Da gibt es auch so kontroverse Befunde, ist noch nicht so ganz klar. Aber es wird stimuliert durch Berührung, sanfte Berührung, durch eine warme, liebevolle Stimmenfärbung und auch einen freundlichen Gesichtsausdruck und überhaupt Wärme. Also so im Raum, sage ich jetzt mal. Das heißt, jeder, der hier sitzt, ist ein Säugetier, ein Primat. Das heißt, auch wenn Sie denken, oh, ich gehe nicht liebevoll mit mir um, die Physiologie haben wir alle, wie wir hier sitzen. Also man muss sie vielleicht aber eben auch trainieren. Und das ist natürlich auch eine positive Nachricht, weil das kann man trainieren. Also sich selbst quasi in diesen Kreis des Wohlwollens mit einzubeziehen und sich nicht auszuschließen. Genau, also es ist eigentlich auch ganz intuitiv und vielleicht auch noch was zur Physiologie. Als wir gerade diesen Kampf-Flucht-Erstarrungsreflex uns angeschaut haben, das ist ein Bedrohungszustand, da wird Adrenalin und Cortisol ausgeschüttet, das ist einfach nur purer Stress. Und da das Problem ja wir sind, das geht nicht weg, wie der Bär oder der Säbelzahntiger, wird dieses System halt immer wieder aktiviert. Wir können Beschämung oder Verletzungen von vor 30 Jahren jederzeit wieder abrufen und jederzeit uns auch wieder dadurch Stress verursachen, der eben dann Angst und Depressionen fördert. Und dieses System scheint zu funktionieren, vorwiegend über Hormone und Neurotransmitter, also Oxytocin und Endorphine scheinen da wichtig zu sein, die eben uns das Gefühl geben von Ruhe, Geborgenheit, Wärme und das sieht hier so schön kuschelig aus, das spürt man wahrscheinlich schon, wenn man es anschaut. Und natürlich sind wir ja auch im Bindungssystem drin. Ja? Das heißt, Fürsorge empfangen zu haben, ist auch die Basis dafür, dass wir Fürsorge auch später geben können, inklusive uns selbst. Das heißt nicht, dass man, wenn man nicht eine suboptimale Kindheit bekommen hat, das nicht machen kann, aber es ist schon was, was man dann auf der Ebene auch korrigieren kann, vielleicht. Nee, definitiv. Genau. Und wenn man eben diese Erfahrung hat, dann sind andere Menschen halt auch ein sicherer Hafen. Ja? Für viele Menschen haben auch Misstrauen anderen gegenüber und da ist es wichtig, diese Erfahrung vielleicht auch später in der Therapie zu machen, dass die vertrauenswürdig sind und mir Halt geben. Genau. Und das macht uns, Mitgefühl ist eigentlich dann auch die Fähigkeit, unsere belastenden Gefühle zu regulieren. Aus dem Bedrohungssystem können wir uns nicht selbst regulieren, auch wenn wir versuchen, auf der Arbeit viel zu leisten und Anerkennung zu bekommen. Das verschafft uns auch keine dauerhafte Befriedigung oder Beruhigung. Es kann eigentlich nur über dieses Fürsorgesystem und über Mitgefühl und Liebe geschehen. Und das ist einfach nur Physiologie. Da ist die Basis. Und Sie werden merken, wenn Paul Gilbert hier stehen würde, er würde nicht das Wort Liebe verwenden. Aber ich denke, dass wir haben ja die schöne Definition von, die ist ja drin, von Wohlwollen auch im Buddhismus. Und das ist für mich schon die Definition, die ich verwenden würde, wie es in den 4 Herzensqualitäten gelehrt wird, dass wir eben dieses Wohlwollen dem anderen gegenüber haben, die liebende Güte als treibende Kraft. Und wenn diese liebende Güte auf Leid trifft und ihre liebende Qualität bewahrt, dann entsteht Mitgefühl. Also dass das ganz wichtig ist, dieses Wohlwollen natürlich zu haben. Und es ist natürlich so, dass, ich habe gerade gesagt, das ist Säugetierphysiologie, da schon noch ein Unterschied ist zwischen den Tieren und uns, hoffentlich, weil dieselben Hormone, die Löwenmutter motiviert, sich um ihre Kinder zu kümmern, dieselben Hormone, die sie liebevoll stimmen und fürsorglich, machen die Löwenmutter aggressiv gegenüber anderen Gruppenmitgliedern oder die nicht dazugehören. Und Gott sei Dank sind wir Menschen und wir haben eine Neokortex, die ist natürlich auch ein Fluch, aber sie ist auch ein Segen, weil wir sind die einzige Spezies, die durch diese Perspektivübernahme, die wir machen können, eben dieses Wohlwollen, dieses Mitgefühl mit allen Menschen, mit allen Lebewesen teilen können. Dass wir eben nicht Innengruppe, Außengruppe, du gehörst dazu, du gehörst nicht dazu. Also wir fallen da auch hinein, aber wir können das überwinden. Ja, wir sind die einzige Spezies, die sich unsere Physiologie so positiv zu Nutzen machen kann. Und Beatrice hat es auch schon erwähnt, der Dalai Lama, das ist in Japan nach dem Tsunami passiert ist, ein Kind tröstet und die Schulkinder tröstet. Und eben, es ist kein Mitgefühl und Liebe, sagt er, sind keine bloßen Luxusgüter. Als die Quelle von innerem und äußerem Frieden sind sie grundlegend für das Überleben unserer Spezies. Und ich denke, der Grund, warum wir hier darüber reden, sagt ja auch viel darüber aus, dass das gerade sehr, 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 sehr wichtig ist und kein Luxusgut, sondern essentiell. Und wir können es alle trainieren. Aber gleichzeitig ist mein Erleben auch, dass wir vielleicht auch eben bei uns selbst anfangen müssen. Und ich finde es interessant, dass sozusagen auch der Dalai Lama und viele der tibetisch-buddhistischen Lehrer, die haben das am Anfang vielleicht nicht nachvollziehen zu können, weil in Tibet zum Beispiel so Mitgefühl, da beschließe ich mich immer auch selber mit ein. Was haben denn diese Westler jetzt mit ihrem Selbstmitgefühl? Was ist denn das? Ist das egoistisch? Aber ich glaube, das ist irgendwas mit unserer westlichen Psyche, dass wir eben sehr individualistisch sind, sehr fokussiert sind auf Leistung und dass wir halt diese Brücke brauchen, dass wir wirklich mit uns selbst beginnen oder beziehungsweise uns selbst bewusst mit einzuschließen, damit wir auch das Mitgefühl mit anderen kultivieren können. Das heißt, was ist denn dann Selbstmitgefühl? Ja, ganz einfach, dass wir dieses Mitgefühl, was wir für andere empfinden, uns selbst schenken. Und Christine Neff, die ist Psychologin und Forscherin in Texas, die mit Chris Germer auch dieses Programm entwickelt hat, was ich noch erwähne, hat es definiert für circa 10 Jahren, dass es 3 Faktoren beinhaltet und die sind, glaube ich, sehr intuitiv. Und zwar ist das erste, der erste Faktor ist, anstatt uns eben sozusagen zu verstricken in dem Leid und uns in der Grübelei und zu verlieren und diesem identifizierten Ich bin ein schlimmer Mensch, ja, oder eben in diesem Vermeiden, kultivieren wir ein gleichmütiges Gewahrsein. Das ist so ein bisschen wie, ouch, das tut weh. Ja, ich spüre den Schmerz in meinem Körper und ich lasse ihn da sein. So richtig anzuerkennen, das ist gerade schwierig. Es weder wegzudrücken, noch sich da drinnen damit zu verstricken. Und der zweite Punkt, der ist, glaube ich, für uns ganz wichtig, ist nämlich, anstatt uns isoliert zu fühlen und abgetrennt von allen, anders als andere und minderwertiger, weil wir gerade irgendeine Art von Leid erleben, emotionaler Natur oder körperlicher Natur, ist, uns einfach daran zu erinnern, dass Leiden zum Leben dazugehört und dass jeder Mensch Leid erlebt, auf seine oder ihre eigene Art und Weise. Ich werde leider nie nachvollziehen können, exakt, was es ist für den anderen, wie sich's anfühlt, aber ich weiß, dass uns das auch verbindet und dass schwierige Zeiten zum Leben dazugehören und dass das dann auch wieder die Freuden kommen. Also die Freuden und das Leid gehört zum Leben dazu. Und das hilft uns, aus der Isolation herauszukommen und auch aus diesem Schamgefühl. Und der dritte Faktor, der ist auch intuitiv, ist, dass anstatt uns selbst zu verurteilen, wirklich zu sagen, weil ich gerade leide und Leid zum Leben dazugehört, möge ich freundlich zu mir sein, weil das das Einzige ist, was Sinn macht. Ja? Das Einzige ist, was ich meine, vorhin vielleicht, als Sie an Ihre eigene Situation gedacht haben oder sich vorgestellt haben, könnten sich auch nochmal fragen, nach was hätte ich mich denn gesehnt in dieser Situation? Was hätte ich denn wirklich gebraucht? Und meistens ist es ja auch Verständnis, Trost, Halt, so ein Gefühl, du bist okay, wie du bist und das passiert jedem. Ja? Oder? So, das ist auch ganz intuitiv. Dieses Wort Selbstmitgefühl bringt aber manchmal eben, wie ich schon gesagt habe, verschiedene Assoziationen hervor, manchmal auch so Bedenken, was ist denn das? Und oft wird es im Deutschen mit Selbstmitleid verwechselt, das ist ganz furchtbar, weil das ist es gar nicht. Aber das Schöne ist, wir haben viel Forschung, die eben halt auch zeigt, was es ist und was es nicht ist. Das sind noch so Korrelationsstudien, also man misst, wer hat viel Mitgefühl oder wie viel Mitgefühl haben die Leute und mit was für andere Eigenschaften haben die noch. Ja, also es sind keine Interventionsstudien, sondern Korrelationsstudien, also zu einem Zeitpunkt gemessen. Und es ist eigentlich sehr langweilig, was ich jetzt sagen werde, weil es fast nur positiv ist. Also, je mehr Selbstmitgefühl die Leute haben, desto weniger Angst, Stress, Depressionen, Grübeln, Gedanken unterdrücken, weniger Binge-Eating, es wird viel über Essstörungen gesprochen und auch weniger Burnout in helfenden Berufen. Das ist leider nur eine Studie bis jetzt, aber ich glaube, da ist ein Riesenpotenzial. Und je mehr Selbstmitgefühl, desto mehr Schutz gegen Belastung. Selbstmitgefühl scheint wie so eine Immunisierung zu sein auf emotionaler Ebene. Menschen, das ist auch eine Studie, Kriegsveteranen in den USA haben einfach weniger posttraumatische Stressbelastungssymptome gezeigt. Und wenn sie mehr Selbstmitgefühl hatten, egal wie viel traumatische Ereignisse sie im Kampfeinsatz gesehen haben. Und wenn Menschen mit chronischen Erkrankungen diagnostiziert werden oder eine Scheidung durchmachen, je mehr Selbstmitgefühl sie haben, desto besser kommen sie damit klar. Wie so eine emotionale Immunisierung. Ja, mit ganz viel positiven Dingen geht es einher. Mehr Lebenszufriedenheit, Optimismus. Wir können besser mit Niederlagen umgehen, weil wir unsere Stärken und unsere Schwächen kennen. Und wir können uns auch motivieren, eben gesünder zu leben. Gibt es ganz viele schöne Studien, dass man eher mit dem Rauchen aufhören kann, wenn man abnehmen will, eher eine Diät einhalten kann und sich halt nicht so kasteit und vielleicht auch mehr genießt. Und tatsächlich scheint es auch so zu sein, dass es eben nicht egoistisch macht, sondern dass die Partner, wenn Partner befragt werden, sie über die Partner mit Selbstmitgefühl berichten, dass sie einfach kompromissbereiter sind, dass weniger Streit ist, dass sie weniger kontrollierend sind, weniger aggressiv, also angenehmere Mitmenschen sozusagen. Genau, und es scheint auch eben verschiedenen experimentellen Studien das Mitgefühl mit anderen zu fördern, dass wir prosozialer werden, uns tatsächlich auch so verhalten und nicht nur in einem Fragebogen ankreuzen, dass wir Mitgefühl mit anderen haben. Aber das ist alles noch sehr jung, diese Forschung. Und auch, es gibt physiologische Daten langsam, dass es eben unsere Immunreaktion bei Stress tatsächlich verbessert. Also diese Idee, dass es unsere Gefühle reguliert und uns widerstandsfähiger macht, ist ganz, ganz, ganz wichtig. Und ich denke, jetzt ist auch das ganz, ganz spannende Thema. Also ich finde es spannend. Ich war vor kurzem in meinem Symposium für Empathie und Mitgefühl in der Psychotherapie. Und es war doch noch erschreckend zu sehen, wie viele Psychotherapeuten Angst vor Mitgefühl haben in der Psychotherapie. Die Luise Redemann und ich haben auch vorgetragen, da waren auch so ein paar Empathieforscher. Und ja, war ein bisschen erschreckend, aber ich glaube, gut, dass wir auch drüber reden, weil wir haben ja, es gibt ja viel Therapieforschung, gerade in den letzten so 15 Jahren, die schaut, was wirkt in der Therapie eigentlich. Ja? Und weil wir immer mehr therapeutische Verfahren haben, also seit, glaube ich, den 70er Jahren immer mehr. Ich nenne es mittlerweile ist es ja auch diese Alphabetensuppe. Ich werde Ihnen nachher auch noch ein paar Buchstaben in die Buchstabensalat-Alphabetensuppe geben, aber die meisten Studien zeigen, wenn man alle verschiedenen Therapieformen vergleicht, sie schneiden eigentlich alle gleich ab. Das ist schon so, wenn man übergreifend schaut. Nicht für bestimmte Störungen, da gibt es Unterschiede, aber allgemein. Und es gibt auch noch Studien, die zeigen, wie viel von diesen therapeutischen Effekten ist die Technik. Also wenn ich reiner Verhaltenstherapeut bin, ist mein Expositionsverfahren oder mein Imaginationsverfahren oder mein Hausaufgaben machen, wie viel davon sind Faktoren, die im Leben des Patienten außerhalb eben passieren, wie dass er einen Job verliert oder was auch immer, ja? Und wie viel ist das, was in der therapeutischen Beziehung passiert? Ja? Will einer raten, wie viel was ist? Also es ist jetzt eine neue Studie, die ein Kollege so zusammengefasst hat. Und die Methoden und Technologien machen so circa 7 bis 15% der Wirksamkeit aus. Fand ich auch erschreckend. Ich bin nämlich hier als Verhaltenstherapeutin approbiert. Aber ich glaube, ich bin nicht so orthodox. Anyhow, also 7 bis 15%. 40% der Wirksamkeit von Psychotherapie hat mit diesen externen Faktoren zu tun, die im Leben des Patienten stattfinden, die wir nicht beeinflussen können. Und dann verbleiben immer noch 45%, die man die sogenannten unspezifischen therapeutischen Faktoren nennt. Und was ist das? Weil die scheinen ja irgendwie maßgeblich für den Erfolg zu sein, die 45%. Und Wampold, der ist ein wichtiger Forscher, hat herausgefunden, dass es dieses tragfähige therapeutische Bündnis ist. Ja? Und das wird auch dann wieder analysiert, was bedeutet es eigentlich, was ist da maßgeblich. Und da gibt es andere Forscher, die eben gefunden haben oder immer wieder gefunden haben, dass es die Empathie ist, wie sie der Patient empfindet. Also Empathie in der Beziehung, aber seitens des Patienten, nicht des Therapeuten. Also man könnte es auch übersetzen, dass der Patient, der Klient sich gefühlt fühlt. Ja? Das hat auch Daniel Siegel in den USA beschrieben. Also es ist nicht erforscht als solches, aber es ist definiert. Aber die Tatsache, dass diese Empathie von Seiten der Patienten als mit das Wichtigste für den Erfolg von der Therapie, das wurde rausgefunden, immer wieder. Und wir wissen auch, dass es, glaube ich, sehr intuitiv, dass dann, was fördert diese Empathie seitens des Patienten in Bezug auf den Therapeuten, dass der Therapeut warm, verständnisvoll, annehmend ist, auch dann eine Ebenbürtigkeit ist, ein Zusammenarbeiten. Weil ich glaube, wer würde zu einem verurteilenden, vorwurfsvollen, kalten Therapeuten gehen? Eigentlich sehr intuitiv, aber immerhin ist es noch nicht so etabliert. Und wir wissen auch, dass sich es gibt einige Studien, dass sich die Haltung, wie wir mit uns selbst umgeben, auch als Helfer auf das Gegenüber überträgt. Ja, deshalb ist es so wichtig, Selbstmitgefühl zu praktizieren. Und da gibt es eben 2 Studien. Eine ist eben, die feindseligen Therapeuten, die hart zu sich selber sind, werden irgendwann auch mal feindselig zu ihren Patienten und dann erzielen sie keine Erfolge mehr. Und umgekehrt hat man in Deutschland, ich glaube, Willi Seeger war auch involviert in dieser Studie von dem Ludwig Grebmeier, die gezeigt haben, dass junge Therapeuten, die noch in der Ausbildung sind, wenn sie eben Zen-Praxis machen, und ihre Methode in der Arbeit nicht verändern, sondern selbst meditieren und sehr kurzzeitig, dass sie bessere Ergebnisse mit den Patienten erzielen, wenn sie nicht meditieren. Also das war eine ganz, ganz spannende Untersuchung. Die muss nochmal repliziert werden, aber es weist darauf hin, dass sich unsere innere Haltung natürlich überträgt. Jetzt aber die Frage, wie entwickle ich Empathie und ist zu viel Empathie denn nicht schädlich? Dazu vielleicht gerade ein Unterschied zwischen Empathie und Mitgefühl, und zwar, dass Tanja Singer herausgefunden hat, hier mit Matthieu Ricard, dass wenn wir Schmerz von anderen sehen, also hier rumänischen Waisenkinder, dann fühlen wir auch nur Schmerz und das ist wie vorgeschalten und dann brennen wir aus. Matthieu Ricard, als er nur mitgeschwungen ist mit dem Schmerz, konnte es nicht mehr aushalten. Er hat gesagt, bitte, bitte darf ich meine Mitgefühlsmeditation machen. Dann hat er Mitgefühl praktiziert und tatsächlich war ein ganz anderes neuronales Netzwerk aktiv und sowas wie, er hat es als Wohlwollen, Verbundenheit beschrieben und es waren Areale, die mit Belohnung zu tun haben und auch mit Körper- und Gefühlsgewahrsein, im Gegensatz zu dem Schmerznetzwerk. Das heißt, die sind verschiedene Sachen und Mitgefühl ist eben diese Liebe und Wohlwollen, was wir bewusst trainieren können auch. Und da wurden Studien gemacht, die zeigen, dass auch Laien das sehr schnell lernen können, sodass es auch neuronal, dass man eben dieses andere System aktiviert. In nur über 3 Wochen haben die 5 Stunden liebende Güte gemacht und als sie eben leidvolle Bilder gesehen haben, hatten sie eine andere Reaktion. Genau, hier nochmal sozusagen die Zusammenfassung. Empathie, wenn ich nur mein Herz öffne und zu Leid, dann ist vorgeschalten nur Schmerz. Und das kann uns eben auch gerade Ärzte, Krankenschwester ausbrennen. Und dann denken wir, oh, ich bin schwach, ich bin ein schwacher Helfer, wir schämen uns, weil wir vielleicht dann einen Burnout haben. Aber keiner weiß eigentlich, dass wir noch bewusst was kultivieren müssen oder können. Und genau. Das heißt, das finde ich einfach einen ganz, ganz wichtigen Punkt. Also es ist nicht, dass wer Angst hat als Therapeut vor zu viel Mitgefühl, dass es mich ausbrennen kann, das ist nicht der Fall. Also den Schmerz sich zu öffnen, dann gilt es wirklich, wenn wir liebende Güte kultivieren und Mitgefühl, dass wir gut damit sein können. Ja? Und dann dabei uns natürlich auch selbst mit einzubeziehen. Und ich finde das Bild so schön, wie im Flugzeug, weil wir als Helfer häufig immer denken, das Leid des anderen ist doch viel größer. Es ist so egoistisch, wenn ich wieso für mich selber mit einatme, die liebe Güte. Und Sie wissen, wie es im Flugzeughaus heißt mit den Sauerstoffmasken. Erst setze ich mir die Maske selber auf, bevor ich mitreisenden Kindern oder anderen helfe. Und das finde ich ganz wichtig, weil eigentlich wir machen in dem MSC-Programm eine Übung für die Helfer, und denken dann an eine Situation, die uns überfordert. Und was wir machen, ist eigentlich wie Tonglen. Erstmal für uns selber Mitgefühl einatmen, für den anderen ausatmen und somit in Verbindung zu sein, also so lieben, ohne sich zu verlieren. Ja, gleichzeitig in Kontakt zu sein, aber im Grunde einfach Mitgefühl für uns einzuatmen. So. Ich will von Paul auch noch eine Definition geben von Mitgefühl und er beschreibt diese verschiedenen Qualitäten. Und ich mache jetzt ein Spiel draus. Gucken Sie mal, wo Sie die Liebe finden. Weil die ist drinne, aber er wird es ja nie verwenden, aber sie ist drinne. Aber genau. Er denkt immer, es wäre romantische Liebe. Wir streiten uns dann immer, aber. Also er sagt, Mitgefühl hat 2 Komponenten. Die eine ist, wir müssen sensibel für das Leid sein und es sehen. Wir müssen eine Sorge für das Wohlbefinden der anderen haben, eine Motivation. Wir müssen aber auch eben schon das Spüren, also dass diese emotionale Empathie und den Schmerz spüren und dann den auch aushalten können. Das ist diese Distresstoleranz, dass wir nicht gleich zumachen oder wieder weggehen. Aber wir brauchen eine kognitive Empathie. Das bedeutet zu wissen, es ist dein Schmerz und nicht mein Schmerz. Und in Bezug auf uns selbst bedeutet es zu wissen, ich bin nicht nur Schmerz, der geht auch wieder vorbei. Es ist vielleicht ein Teil, ein beschämter Teil in mir, der aktiv ist. Aber ich habe auch andere Teile, ja. Und ich weiß, dass da vielleicht ein Urgrund ist, der voller Liebe ist, auch wenn ich sie ja gerade nicht spüre. Ja? Und wichtig eben dieses Nicht-Urteilen oder Gleichmütige. Das sind diese Attribute des Mitgefühls. Und der Aspekt der Linderung ist eben, dass wir multimodal durch Imaginationen, durch Aufmerksamkeit, durch Körperarbeit und Haltung, sensorisch auch oder auch durchs Verhalten, eben an dieses Gefühl herankommen. Und ganz wichtig, vielleicht viele hier, auch wenn sie noch kein Training in mitgefühlsbasierter Therapie, also bei Paul oder bei Chris gemacht haben, wie sieht man das? Was bedeutet Mitgefühl in die Therapie mit einzubringen? Einmal, der Therapeut ist eben auch ein Mensch und zeigt sich auch in seiner Menschlichkeit. Ich stelle mich nicht darüber, ich bin mitfühlend, ich zeige vielleicht auch meine Resonanz und meine Gefühle. Ich rede nicht über mich und so, aber vielleicht auch ein Wir, dass da ein Wir entstehen darf, dass man nicht so abstinent ist. Und man entwickelt eben dieses mitfühlende Selbst oder vielleicht ist es auch die Buddha-Nature oder was auch immer in dem Patienten auch und arbeitet darauf hin, auch schwierig Hindernisse zu überwinden, dass die Person eben an dieses Gefühl herankommt. Und dann, ganz wichtig, ist es eben kein Prozess des Aufsteigens oder Heiligwerdens, sondern wenn wir dieses mitgefühlende Selbst haben, dann steigen wir hinab, eben vielleicht zu diesen schamvollen, bösen Gedanken, Dingen, die so im Keller versteckt liegen, um sie eben wieder ans Licht zu holen und denen dann Mitgefühl zu schenken. Und Sie kennen vielleicht auch, es gibt eine sehr alte tibetische Praxis von Chöd, das ist so Dämonen füttern. Und das ist dieses Bild, dass wir diese Anteile eben hochholen und denen das schenken, die Wertschätzung, die Anerkennung aus diesem Mitfühlen selbst, um sie halt so, wie die Mama liebevoll die Kinder alle lieb zu haben, auch den wütenden, tobenden Kleinen und den was auch immer, sie alle gleich lieb zu haben, damit sie sozusagen auch, damit wir sie kennen und sie eben nicht im Untergrund agieren. Und das ist eigentlich noch was? Ja, die Essenz. Und dadurch ist es eben nicht, es bewegt sich weg von diesem Selbstoptimierungsgedanken, sondern ist einfach eine Art, ganz Mensch zu werden. Und ich glaube, das ist die Bedeutung von dem Heilwerden auch. Einfach alle Anteile in mir anzunehmen und zu integrieren, nichts wegmachen zu wollen. Und da ist Mitgefühl, sage ich mal, wie eine Art Kleber vielleicht, ja, oder so eine Energie, die alles irgendwie auch, ja, vielleicht auch die Essenz von Dingen sieht. Zum Beispiel, wenn Wut da ist. Na, Wut hat auch, wenn man Mitgefühl drauf scheint, eine Klarheit, die wir brauchen, dass da so eine Essenz drin ist. Und auch uns anzukennen, dass wir Menschen sind, die fehlbar sind, das Leben unvollkommen ist, aber wir können alles in einem liebevollen Gewahrsein halten. Auch das, was wir nicht mögen. Ich überspringe das mal und bleibe da. Also vielleicht einfach vorzustellen, Chris Germer und Christine Neff haben ein Programm entwickelt, was wir jetzt hier auch unterrichten und auch Kursleiter ausbilden, wo man für die Allgemeinheit in 8 Wochen Selbstmitgefühl lernen kann. Und ja, wir sagen immer, es ist keine Psychotherapie, aber es kann therapeutisch sein. Und wer da Lust hat, dieses Programm zu machen oder auch mal die Bücher zu lesen, würde ich sehr empfehlen. Genau, und es ist einfach eine Möglichkeit, vor allem wenn man liebende Güte oder so praktiziert, das wirklich für sich speziell persönlich anzupassen. Ich glaube, das ist so die Brücke auch zu den klassisch-buddhistischen Praktiken. Vielleicht nur kurz zu erwähnen, dass es eine Studie gibt, die eben auch wieder dasselbe repliziert. Menschen, die diesen Kurs machen, haben weniger Angst, Depressionen danach im Vergleich zu einer Kontrollgruppe. Und es tut sich aufrechterhalten bis zu einem Jahr. Und vor allem die Lebenszufriedenheit steigt immer weiter an. Also egal, was uns passiert, sozusagen, auch wenn was Leidvolles passiert, ist es so eine Art Gleichmut und der glaube ich, daraus auch entsteht. Genau. Dann will ich auch Paul noch erwähnen, er hat aus einem anderen Kontext, Chris und Christine kommen eher aus einem buddhistischen Kontext, Paul hat mit sehr belasteten Menschen gearbeitet und eben die starke Scham haben, starke Selbstverletzungstendenzen und dann einfach gesagt, meine kognitive Verhaltenstherapie funktioniert nicht. Die sind so kalt und hart mit sich, so aggressiv. Ich muss irgendwie diesen inneren Dialog aufwärmen und hat dann die Compassion-Focused-Therapy daraus entwickelt und einfach keinen Stress für jemanden, der sagt, ich will jetzt nichts noch Neues lernen. Es ist was man ganz flexibel in seine bisherige Arbeit integrieren kann. Vielleicht entdecken Sie auch einfach, das mache ich ja jetzt schon die ganze Zeit, ich hatte noch nie einen Namen dafür. Kann auch sein, ja. Aber er schreibt eben sehr klar über Scham und Selbstverurteilung, diese Prozesse und wie wir Mitgefühl auch entwickeln können, wenn wir wenig Zuwendung im Leben erlebt haben und wie wir diese Blockaden sozusagen überwinden, weil manche Menschen erleben Mitgefühl und Liebe als aversiv. Die werden aggressiv, sie dissoziieren, es ist einfach purer Stress. Da gibt es auch experimentelle Studien darüber. Und das ist auch für Therapeuten gut zu wissen. So, ich meine es ja nur gut, aber die Person kann es nicht annehmen. Woran liegt es? Ja, da hat Paul Gilbert viel zugemacht. Ich überspringe den nächsten, weil ich das eigentlich schon gesagt habe, weil ich gerne noch Ihnen ein Video zeigen will. Ganz kurz auch, das ist ein bisschen langweilig, ich weiß, so ein bisschen Wissenschaft. Kurz gesagt, Interventionsstudien zu mitgefühlsbasierten Sachen in klinischen Settings sind noch ganz jung und ganz frisch. Wir können mit Sicherheit sagen, dass sich was tut, auch physiologisch, dass wenn wir solche Übungen machen, die Leute beruhigt sind, dass sie weniger negativen Affekt haben, dass Depression runtergeht, Scham runtergeht, aber es ist alles noch sehr neu und am sichersten kann man auch sagen, dass es sicher ist, mit Menschen mit Essstörungen, auch selbst mit Psychose, da habe ich eine Studie zugemacht, diese Ansätze zu üben und auch mit komplexen Traumata. Das heißt, so viel wie alle Menschen können von diesem liebevollen, mitgefühlenden Ansatz profitieren und das sind, glaube ich, gute Nachrichten. Eine Patientin von mir sie ist selbst Pastorin und hat starke Depressionen gehabt, auch mit einem Suizidversuch und kam dann in die Klinik und hat dann auch wirklich einen schönen Prozess durchlaufen und sie reflektiert hier nach der Entlassung schon, ich glaube fast ein halbes Jahr danach und sie sagt, auch wenn ich mich nach der stationären Behandlung jetzt manchmal traurig oder niedergeschlagen fühle, wenngleich lange nicht so verzweifelt und hoffnungslos wie in den Tagen meiner tiefsten Depression, dann versuche ich, meine Gefühle da sein zu lassen, ohne sie zu bewerten und abzulehnen. Ich versuche der Angst und Niedergeschlagenheit Gefühle wie Zuversicht und Gelassenheit entgegenzusetzen, ohne dabei die schwierigen Gefühle zu verdrängen. Ich versuche mir selbst mit Empathie und Liebe zu begegnen und mir selbst Halt und Trost zu geben, indem ich mit den heilen und weisen Seelenanteilen in mir in Verbindung komme. Ich besinne mich darauf, dass mein Leben von Gott gehalten und getragen ist. Und ich finde es so schön, weil sie den Prozess zusammenfasst und vielleicht auch dieses Thema von Religiosität. Sie ist Pastorin, wir haben aber das Wort Gott oder das Konzept von Gott nie besprochen. Wir haben einfach als Team sie auch begleitet auf dieser Reise von wirklich einer ganz tiefen Scham, die eben zu diesem Suizidversuch kam. Und da war auch eine Psychose mit drin, indem sie den Suizidversuch verleugnet hat, weil sie so beschämt war davon. Und ein ganz arger Widerstand, ich will nicht depressiv sein und das alles scheiße. Und also ganz tief langer Prozess von Widerstand auch, dass sie dazu kam, zu dieser Haltung und eigentlich damit auch wieder zu ihrem Beruf, der ihnen dann ein bisschen auch einen anderen Sinn gegeben hat, fand ich eigentlich sehr schön. Dass jeder sozusagen durch diese Arbeit auch in seine eigenen Kraftquellen rankommt und man gar nicht über Religiosität sprechen muss, weil es ist einfach Liebe und Mitgefühl, das ist universell und das ist eigentlich ganz schön. Und ich will sozusagen abschließend Ihnen einen kleinen Film zeigen, einen Clip, einfach vielleicht auch um diese Absicht von der mitgefühlsbasierten Therapie oder auch von dem MSC-Training, das ist ja einfach ein anderes Format, nochmal klar zu machen, dass es wirklich darum geht, uns nicht besser zu werden, sondern ganz zu werden. Und es gibt auch noch ein Zitat von der Pema Chödron, die ich ja vorhin erwähnt hatte, die sagt, wir können immer noch verrückt sein nach all den Jahren. Wir können immer noch ärgerlich sein. Wir können immer noch schüchtern sein oder eifersüchtig oder voller Gefühle der Wertlosigkeit. Es geht nicht darum, uns selbst wegzuwerfen und etwas Besseres zu werden. Es geht darum, uns mit der Person anzufreunden, die wir bereits sind. Ha, ist doch entspannt, oder? Können wir ein bisschen entspannen. Den Kampf ein bisschen loslassen. Immer das Gefühl, wir müssen besser werden. Und ich finde es nochmal schön, vielleicht jetzt auch die Psychotherapeuten, richten wir unsere Therapie so aus, wenn wir jemandem begegnen oder jemandem auch als Seelsorger oder so, da ist ja immer auch dieses Verändern wollen, reparieren wollen, ist uns halt auch programmiert, auch uns selbst gegenüber. Und wie wäre das mal, wenn wir uns wirklich so annehmen, wie wir sind? Und wer jetzt Angst hat, dass er denkt, oh, ich muss mich aber doch noch so ein bisschen verändern und verbessern, keine Angst, weil der Carl Rogers, der sagt auch was Beruhigendes. Er sagt, es ist paradox, aber erst wenn ich mich so annehme, wie ich bin, kann ich mich verändern. Ja? Erst dann. Wenn ich aufhöre zu kämpfen mit mir, dann werde ich auch frei zu sagen, ja, da können wir ein bisschen dran arbeiten. Ja, so, ja. Und ich glaube, dieses Video, was ich zeigen will, ist für mich ein schönes Bild, wie Mitgefühl, auch was oft interessanterweise, wenn man Imaginationen hat, es hat wie so ein goldenes, weißes Licht, auch häufig. Hat manchmal so einen so hell- und dunkelrot Charakter. Die Tanja Singer hat es gerade in ihren Studien bestätigt, ist ganz interessant. Noch nicht veröffentlicht, aber. Und das scheinbar im Japanischen, was ich nicht weiß, dass man, wenn Schalen, also wie wir heute beim Essen hatten, zerbrechen, dass man sie dann nicht wegwirft, sondern sie eben heilt, ganz macht, mit einem Harz, mit Gold mit drinne. Und dass diese geflickten, reparierten Schalen einen hohen Wert, einen höheren Sammlerwert haben als die neuen unbeschädigten. Und vielleicht das als Symbol zu nehmen für uns, dass wir, wenn wir sagen, oh, ich bin irgendwie, da stimmt was nicht mit mir, ich bin nicht gut genug, das sind all diese Teile, die ich nicht haben mag, wirklich zu erkennen, dass wir uns eben ganz annehmen können und dass da vielleicht sogar was Kostbares, was Schönes ist, was wir gelernt haben durch diesen Prozess, was wir vielleicht sonst nie hätten lernen können.